Eine Seltenheit. Hier gibt's noch Made in Germany. Mit dem neuen Android-Haustelefon SL930A ist es Gigaset gelungen, einen neuen Weg im Bereich Haustelefon zu gehen. Gigaset präsentiert das weltweit erste Android-basierte Full-Touch-Festnetztelefon. Mit dem neuen SL930A rundet Gigaset das Angebot an schnurlosen Haustelefonen ab. Das SL930A, A steht für Anrufbeantworter, wird wie ein herkömmliches Android-Smartphone bedient. Da das SL930 mit Android ausgestattet ist, lassen sich mühelos alle Kontakte aus dem Smartphone ins Haustelefon übernehmen. Bei einem herkömmlichen Haustelefon muss man seine Telefonnummern bekanntermaßen neu programmieren. Mit dem Android SL930 hat dies nun ein Ende. Beim ersten Anschalten des 157 Gramm schweren und gut in der Hand liegenden mobilen Haustelefons durchläuft man die gleichen Schritte wie bei einem Smartphone. Nach der Eingabe der Google-Zugangsdaten und der Verbindungsdaten für das heimische WLAN werden die Telefonbuchdaten aus Mobilteil, ebenso Kalenderinfos sowie E-Mails automatisch eingespielt. Wer schon ein Smartphone hat, wundert sich nicht. Die Synchronisation ist übrigens echt. Das heißt, wer im Telefonbuch einen Eintrag ändert oder löscht, tut dies für alle Geräte, die sich mit dem Google-Konto synchronisieren lassen. Außer mit Google ist auch eine Synchronisation per Microsoft Exchange möglich. Wer das alles nicht benötigt, trägt Namen und Nummern einfach direkt im Telefonbuch des Android-Mobilhaustelefons ein. Das SL930 kann in seiner Funkstrahlung und damit auch der Reichweite begrenzt werden. Hierzu wählt man entweder eine kleinere Sendeleistung oder man aktiviert die sogenannte Strahlungsfreieinstellung. Sie schaltet die Funkstrahlung komplett ab, wenn sich das Telefon in Bereitschaft befindet. Ruft jemand in dieser Zeit an, dauert es etwa eine Sekunde, bis das Mobilteil aufwacht. Die Klingeltöne sind sogenannte Realtöne und es dürfte unter den 23 Tönen für jeden etwas Passendes dabei sein. Auch hier ist alles wie bei jedem Android-Smartphone einzustellen. Auch ein Vibrationsalarm lässt sich zuschalten. Die Sprachqualität beim SL930 ist recht natürlich. Der Freisprechmodus weist eine satte Wiedergabe auf, ganz im Gegensatz zu vielen anderen Telefonen. Hier glänzt Gigaset wieder einmal durch seine überzeugende Technik. Fürs Telefonieren steht außer dem Festnetz auch das Internet zur Verfügung. Damit klappt es dann auch über Skype oder Facebook. Hallo Gerald, wie geht's dir? Mir geht es gut, Pavel. Wie ist das Wetter in Israel? Videotelefonie ist mangels Kamera leider nicht möglich. Auch fehlt die beliebte Babyphone-Funktion. Zur Technik kann man sagen: Es läuft mit Android 4.0.4. Dies verspricht, dass Sie sogar ziemlich neue Apps benutzen können. Dem ist aber nicht automatisch so, denn die Hardware ist, verglichen mit Smartphones, recht schwach. Im Inneren befindet sich ein ARM-Prozessor mit 996 GHz, dem aber nur 387 MB Arbeitsspeicher für die Daten zur Verfügung stehen. Störender ist das schon, dass dem Gigaset einige smartphone-typische Sensoren und Funktionen fehlen. Kein GPS-Modul für die Ortung. Per WLAN funktionierte die Ortung im Testgerät ebenfalls nicht. Somit waren alle ortsbasierenden Apps nicht zu gebrauchen. Kein Gyrosensor für Spiele. Kein Bluetooth-Chip für Freisprech- und Datenübertragungsfunktionen und keine Kamera. Somit sind auch Videotelefonate über Skype oder anderen Telefontechniken nicht möglich. Das Display hat eine 320x480 Pixel-Auflösung und ein 3,2 Zoll Touch-Display. Die Akkulaufzeit beträgt laut Gigaset bis zu 140 Stunden. Unser Fazit für das Gigaset SL930A? Das Gigaset ist ein solides Haustelefon, dessen Funktionen sich, bis auf den fehlenden Babyphone-Modus, ganz gut in die Android-Welt etablieren wird. Es bringt eine Menge Android-Funktionen aus der Smartphone-Welt mit. Im direkten Vergleich mit Smartphones kann es jedoch nicht mithalten. Dazu fehlen dem Gigaset zu viele Funktionen, die in dieser Preisklasse bei Smartphones selbstverständlich sind. Das neue Gigaset SL930A ist sowohl im Netz als auch bei verschiedenen Anbietern von 169 bis 207 Euro zu bekommen. Wir können auf jeden Fall sagen, die Zeit ist für so ein Telefon längst fällig gewesen. Für das ästhetisch schöne Gigaset SL930A geben wir einen Kauftipp.